Halloween. Die Nacht vom 31. Oktober auf Allerheiligen steht kurz bevor. Und auch die Ludolfs rüsten sich, um dieses Ereignis angemessen zu begehen. Manni war auf Shoppingtour und hat Kürbisse besorgt. Locker jongliert er die runden Früchte ins Ludolfsche Hauptquartier. Uwe? Ja? Ich habe ein paar schöne Kleinigkeiten gekauft. Hier habe ich noch was mit vor, den lege ich mal hier hin. Also Peter, bringe ich was hin. Der soll eine schöne Suppe machen. Eine Halloween-Suppe. Peter, ich habe da schöne Sachen mitgebracht. Ja? Für die Halloween-Suppe. Zwei Kürbisse. Und hier, Moment, schöne Sachen. Hier, Butter. Oh. Manni. Guck mal, Manni. Ja. Die sehen wie eine Zwiebel aus. Hey, soll ich jetzt etwas zu Halloween sagen? Halloween haben ja die Amerikaner verfeinert mit Kürbis und so. Aber der Ursprung war ja Irland. Weiß ich. Und da haben sie mit Zuckerrüben und so. Manni, das. Aber Halloween feiert. Manni, ich bin doch Romantiker. Korrekt. Absoluter Romantiker. So ist deswegen es richtig. Weiß ich, dass Irland ja. Also oder mit England alles zu tun hat. Aber jetzt kommt, die Amerikaner haben den Humor reingebracht. Die haben die Spannung. Den Grusel! Manni, und das, nicht so quatschen, Suppe Manni, machen. Manni, du siehst ja gruseliger aus. Mach Suppe, Manni. Du siehst ja schon ohne Abend Suppe so gruselig machen. Aus. Quatschkopf. Boah. Uwe! Ja? Hilf mir mal, komm mal her. Was soll ich dir helfen? Ha! Das ist der Uwe nicht so gerne. Was willst du denn, Peter? Kürbissuppe. Weißt du, Mutti hat den so cremig gemacht. Die habe ich noch nie gemocht. Doch, wo die cremig war, hat sie gemocht. Ja, nur aber nicht das erste Mal. Das Kinder. Und Tomaten. Tomaten. Meinst du, sie schmeckt, wenn du die hinkriegst? Ja. Ich sie nicht hinkriegen, wenn du die Mutter gemacht hat. Und was soll ich jetzt machen? Du, nimmst dir so ein Ding. Erstmal den Stuhl da holen. Ach, soll ich mal setzen? Ja, warum naja, du musst ja richtig ordentlich zupacken. Das bedeutet, hier, du kriegst hier sowas. So, einen Moment. Ein Messer, aber schneide dich nicht. Das komm, komm. Nicht, ne? Das ist so klein, oder? Und hier, tust du hier was drauf? Hast du Angst, dass ich die Tischdecke kaputt mache? Die kannst du kaputt machen. Ich habe noch keinen Kürbis geschnitten. Ich hab, ach, heute muss ich stehen. Ah, jetzt aber. Komm mal her, ich mach auf das. Auf dem Messer kann der ich drauf mach rumrein, mal, ich mach Peter. Mal. Komm her, einen Moment, ich mach. Ja, mit dem scharfen Messer, da kann ich auch. Mir gibt's ein Schraubmesser. Dann komm, dann machst du das hier. Komm mal, mein kleiner Sticker, das schaffst du nämlich. Na, du bist ein kleiner Schwach. Damit geht das. Oh, oh, Uwe, ist dein Messer kaputt. Du nein, mal du hast gesagt, komm. Haben wir nicht eine Säge? Nee, warte mal, das, du kriegst wir nicht. Wir brauchen eine Motorsäge. Manni, Motorsäge! Jungs, weg davon. Das richtige Werkzeug. Komm mal, mach da staubt dran, du alte Sau! Ich habe hier das da. Hammer, Meißel, Montiereisen, Sägeblatt, Hammer. Ey, guck mal mit dem dreckigen Zeug, da ist mehr Spinnengewebe und alte Spinnen noch drauf. So, da habe ich die richtigen Werkzeuge. Halt doch feste oben. Ey, hau mir nicht auf die Finger. Mein Finger. Und feste, jawohl, ey, der Platz ist sogar geil. Sieht nicht wie einfach die Technik ist. Ich nehme meinen Finger mal weg. Moment. Du bist wohl nicht mehr echt im Kopf, oder? Dann nehmen wir hier eine Brechstange. Zwei Geräte. Kostet der alte Staubruf, wenn drauf ist. Das ist egal. Das verkocht. Ja, jetzt mach mal. Ihr müsst das aber rausholen, das Zeug da drauf, wa? Aber jetzt ist der Mann der Koch heute. Ne, ich bereite. Der Uwe ist heute der Koch. Oder Uwe? Da ist dein Job. Wasser. Ja, der Mann, Peter, das hat er hier gespritzt. Der Peter will doch nicht kochen, weil er es nicht kann, wa? Da muss er mal lernen, Koch zu werden. Kann er genau wie wir. Der nächste. So, ich hau den mal durch. Der kommt. Ey, der ganze Zeug fliegt hier entgegen. Ich bin doch nicht bescheuert, wa? Ey, am Boden liegt mehr wie woanders. So, aber, so jetzt muss ich Scheiße rausholen. Das bist du für zu tun. Ich hab die Zertalung gemacht. Bye, bye, Junge. Ich bin drüben. Ciao, ciao. So, dann fangen wir. Riecht schon mal gut. Ach ja. Ach, sieht das gut aus. Soll aber nicht nur gut aussehen und riechen, sondern vor allem gut schmecken. Du bist für die brutale Arbeit und ich bin für die Feinmechanik. Weißt du, das Vorsichtige, das kriegst du überhaupt nicht. Wenn die ein Hotel so was machen für die Leute und machen eine Kürbissuppe, die brechen sich doch, man weiß nicht was ab. Siehst du, da musst du für den Nächsten immer lieb sein. So, dann mach mal rein hier. Ja, ja, einen Moment. Auf. Soll ich ein bisschen Altöl dabei holen? Was für Altöl? Ja, Getriebeöl. Da rein? Nicht so viel, du weißt ja. Du bist ja nicht primitiv. Reicht. Gut, Finger weg. Gut. Ey, das ist ein komischer Mixer.
Das klappt überhaupt nicht. Das stimmt doch was nicht. Peter, du hast mir den richtigen Mixer. Schmeiß den Scheiß doch komplett da rein, lass ihn durchkochen. Komm. Nee, Peter, schütt das ganze Ding da rein. Schmeiß den Pott da mit rein. Wie lecker das aussieht. Mach ruhig reichlich Knoblauch rein, ja. Das sieht geil aus. Aber denk dran, so durchmachen, dass wir die Zähne nicht ausbrechen. Ich will mich anständig runterschlabbern. Und jetzt, Uwe. Ja. Pfeffer ist gesund. Ja, auch, aber da muss kleine, nicht zu viel. Ach komm. Stell dich doch nicht an. Kann kein Mensch mehr futtern hier. Was hast du da? Du kennst Curry. Ja, Curry kannst du mit reinmachen, das ist gut. Ja. Curry, immer gut rein. Nicht zu wenig. Jetzt ist es Curry. Man sieht es. Lecker sieht es aus. Sieht da fast wie bei den Mutterchen aus. Ah, das tut die Suppe erstmal dicker machen. Einen schönen Geschmack reinkriegen. Tomatensuppe. Stecken! Ja, soll ich kommen? Ja, komm! Ach, habe ich hier nachher Arbeit. Was soll ich entdecken, Peter? Hast du Teller oder was? Lass mal gucken. Einen Moment, Uwe. Kann man das überhaupt essen? Ja, das kann man essen. Manni beweist Stil und kümmert sich um das passende Ambiente zu Halloween. Wenn ich die abends wirklich begegnen würde, da siehst du mal, das würde mir erschrecken. Komm, hau ab. Die Frauen, die schwärmen alle, weil ich so ein heißer Mann bin. Ja, ich tue aber Decke. Oh Mann, oh weil manchmal ich so alles decke. Hast du eine Ahnung? Kann man das auch essen, Peter? Manchmal reden noch danach. Uwe, warte doch mal ab. Dann machen wir mal drauf. Das für einen dicken Uwe. Aber ein Sauseschritt. Uwe. Aber noch nix. Wer sich die Horror-Halloween-Suppe eingebrockt hat, der muss sie auch auslöffeln. Hier, Uwe, hast deinen Teller. Greif mal rüber, Mann. Ja. Und das ist das Essen.